Nachdem die Sachen jetzt hoffentlich trocken sind, kann ich eine weitere Runde mit dem Anmalen der Balken fortsetzen. Der ist auch nicht mal ganz trocken. Und diesmal fange ich mal von unten an. So, der hat auch so einen Teil. Und
Tier bekommt seinen Teil. Das sah schon mal nicht schlecht aus. Gut, damit hätte ich an der Giebelwand schon mal einen Fortschritt gemacht. Und was der einen Giebelwand recht ist, das soll der anderen doch billig sein. Das lasse ich jetzt besser erstmal trocknen. Hier hatte ich ja auf der Oberseite schon Balkenfarbe aufgetragen. Das könnte ich jetzt eigentlich in dieser Richtung versuchen. Weil es in dieser Richtung etwas kitzlig ist, weil die Balkenfarbe auf beiden Seiten nicht auf der Wandplatte auftauchen darf.
Ja, kann man als gelungen bezeichnen. Die habe ich alle. Dann wäre noch der hier dran. So, dem fehlt jetzt ebenfalls da die Balkenfarbe. Und dann fehlt sie ihm da, wo der Auftrag wieder kitzlig ist. Wobei kitzlig ja nun gar keinen Fall heißt von vornherein misslungen. So, den können wir zum Trocknen wieder aufstellen. Ich schaue mal, ob ich hier an dem Gefach noch was machen kann, ohne zu schmieren. Sah doch ganz gut aus. Jetzt allerdings muss ich wahnsinnig aufpassen. Es scheint mir gelungen zu sein.
Doch, das dürfte decken. Pinsel auswaschen.